So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Tunable. Wir haben, wo ist jetzt was? Ich verliere langsam die Orientierung. Ja, in Dunsum haben wir ein paar mehr hier an der Hauptstraße, ein paar mehr Gewerbegebiete hingesetzt und jetzt so langsam, aber noch nicht so wirklich, ziehen hier die Leute ein. Weiß nicht, was wir da noch machen können. Vielleicht sollten wir hier in der Nähe des dieses U-Bahnhofs hier, vielleicht sollten wir hier dann endlich das Stadion hin tun. So, müssen wir noch ein bisschen weiter weg machen, damit der Lärm niemanden stört. So. Glaube, das sollte nicht allzu viele Leute ärgern. Was wir hier auch noch brauchen in diesem Ort ist, was ist das hier? Taxistand, so direkt am Stadion, nicht verkehrt, glaube ich. Und natürlich auch ein Postamt. So, wo fehlen noch Postämter? Da haben wir überall. Das sieht gar nicht schlecht aus. Hier oben in Goldelund wäre sogar noch Platz. Dann packen wir da eins hin. Sehr gut. So, hoffentlich hilft das. Ansonsten packen wir hier vielleicht das eine oder andere Wahrzeichen noch rein, dass die Leute vielleicht hier hinlockt. Ein Zoo zum Beispiel. Warum kein Zoo? So, zapp. Das haben wir alles. Was ist das hier? Das sind nur so Wahrzeichen. Tempelkomplex. Ich weiß nicht, ob der nach Dunsum passt. Vielleicht hier das Panda-Gehege. Weiß ich auch nicht, ob das passt, aber tun wir es mal rein. Dann haben die Leute was zum Tun in ihrer Freizeit hier. So, schauen wir mal, ob das hilft. Fast auf 40 Einwohner, 40.000, aber haben wir eigentlich schon Touren für Touristen? Heißluftballon-Touren zum Beispiel. Touristen sind ja alle hier, nicht? Was sie hier machen können, sind die Sightseeing-Busse, glaube ich. Die passen hier noch. Oh, da muss auch irgendwo Platz sein für die verdammte Axt. Hier direkt gegenüber von den Recycling-Centern könnte ich die noch hinbauen, aber das nee, ist ein bisschen icky. So, wie wäre es hier? So. So, dann schauen wir mal. So.
Hier. Zack. Hier geht's nicht. Da kann man nur zu Fuß hin, aber hier. So. Das ist Tour Nummer 1. Tour Nummer 2. Machen wir hier. Da. Da ist das Radio-Dingens. Okay. So. Dann können wir mal hier noch eine Tour machen mit den Parks. So. Und meinetwegen hier. Gibt es hier überhaupt einen Weg durch? Ja. So. Okay. Dann können wir hier noch so ein paar Fußrouten durch die ganzen Naturschutzgebiete und so. So. Weiß nicht, ob wir hier könnte man vielleicht, aber ist nicht so viel hier vielleicht. Ah, Fußroute durch das Öko-Gebiet hier mit den ganzen Öko-Läden und der Lunge der Stadt, das macht noch halbwegs Sinn. So, haben wir das. Und hier unten können wir auch von der Moschee zum Park hierhin, zum Zoo, zum Stadion, zum anderen Zoo, zu den historischen Gebäuden und wieder zurück, siehst du. Und hier bauen wir dann auch den Ballontouren-Dings hin. Das soll dann reichen. Okay. Kann ich in dessen Perspektive gehen? Das ist ja cool. Ja, ich meine, das hat schon was hier. Ist ja, wie gesagt, sehr dicht bebaut für Nordfriesland. Machen wir gleich noch ein paar Screenshots. Okay. So, das haben wir dann. Die Frage, wollen wir hier vielleicht noch fischen oder so? Brauchen wir hier noch Fischerei?
Eigentlich nicht, weil alles, was wir hier fischen können, können wir auch aus dem Meer fischen. Okay. Hier oben könnte man gebrauchen, aber da fahre ich eh schon durch mit meinen Fischkuttern. Oh, was ist das hier? Müllberge im Ölindustriegebiet. Dann bauen wir hier halt noch irgendwie irgendwas zum. Bauen wir mal eine Deponie hin hier. Oh Mann, warum sind die so riesig? Dann lieber doch ein Recycling. So. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Wo fehlt die Bildung hier? Bücherei können wir hier noch hinbauen. Hier öffentliche Bibliothek. Direkt gegenüber von wo die Leute nicht gebildet sind, dann können sie über die Straße gehen und wenn sie was, wenn sie Fragen haben, können sie dann nachschlagen, quasi, was zu tun ist. Ich würde fast sagen, soweit sind wir dann durch, weil mein Computer irgendwie keinen Unterschied mehr macht, ob wir mittlere, langsame oder hohe Geschwindigkeit haben. Das weist darauf hin, dass mein Prozessor so ein bisschen am Limit ist mit der Stadt. Das kann zusammenhängen mit den ganzen Mods, die ich installiert habe, aber wie gesagt, nachträglich entfernen ist halt schlecht. Also würde ich fast sagen, machen wir dann beim nächsten Mal vielleicht eine neue Stadt? Ich bin noch am Überlegen, was für ein Konzept. Vielleicht, ich hatte schon die Idee, wenn wir hier die Westküste machen, können wir vielleicht das nächste Mal die Ostküste machen. Halt mehr so eine Flensburg-inspirierte größere Stadt mit kleineren Gebieten drumherum. Oh Mann. Na, wie wäre das? Oder vielleicht was ganz anderes. Ich könnte auch vielleicht auf einer Schneekarte bauen. Also mal einer Winterkarte. Vielleicht ist das zwei Toga-Partys. Okay. Können wir vielleicht ein neues Werk? Ja, können wir akademische Werke geben. Fehlen immer noch Studenten. Okay. Ja, vielleicht so eine Winterkarte, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man dann dahin geht. Jo. Aber ich bin soweit ganz zufrieden hier mit dem, was wir hier gemacht haben. Hier oben läuft doch alles rund. Wie sieht der Verkehr aus? Uns das mal angucken. Ja, wieder die gleichen Problemecken. Und ist runter auf 60%, aber das ist ja nun mal dabei ab einer bestimmten Stadtgröße. Da muss man dann mit rechnen.
Interessant. Keiner im Park. Mann, hier stehen Autos. Ja, mir gefällt das hier. Ja, auch das mit den Steinen hier gefällt mir. Haben wir jetzt. Ah, nee, schon immer noch nicht hier. Kein Plastik, kein Glas. Aber wir können hier neue Gebäude bauen, sehe ich gerade. Warum machen wir das dann nicht schon längst? So, wupp. Wollen wir mal schauen, was wir hier haben bei den Erzgebieten. Kleine Erztiefbau-Gruben-Gedöns-Dings. Okay. Erzschleifmühle. Okay. Glasfabrik. Na, endlich Glasfabrik. So. Noch genug Wasser übrig, naja. Na, das ist doch gut. Vielleicht geht es ja dann endlich irgendwann hier los mit dem Produzieren. Außer Betrieb noch nicht mal genügend Nutzpflanzen. Was ist denn hier los? Was passiert denn mit den ganzen Pflanzen? Vielleicht muss ich hier neue Anbaugebiete hinbauen. Wer weiß. Ich glaube, für die nächste Stadt machen wir was ganz anderes.
Bin noch nicht sicher was, aber werden wir mal schauen. Jo, dann ist diese Folge heute etwas kürzer als normal. Und vermutlich ist es die letzte Folge Tönnebüll, dann speichere ich nochmal ab. Ich werde dann in ein paar Tagen werde ich dann versuchen, den Spielstand neu zu laden. Und wenn das dann nicht klappt, dann fange ich halt eine neue Stadt an. Dann war das auch ein einigermaßen zufriedenstellender Abschluss hier. Wir sind fast auf 40.000. Kriegen wir bei 40.000 noch, bei 42.000 kriegen wir noch was freigeschaltet, aber das passiert dann halt eben nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei was auch immer, City Skylines oder ich weiß noch nicht, was ich dann mache, aber City Skylines macht eigentlich Spaß zum Aufnehmen. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist, weil es ist nicht besonders aufregend, aber naja, wie gesagt, mir macht Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch oder schreibt einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal auf diesem YouTube-Kanal. Auf Wiedersehen.